So, wir sind zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier, Folge 23, glaube ich. Eigentlich wäre die 22 ja schon die Folge mit den Eiern auf der Mac Convention gewesen, aber die muss ich leider noch ein bisschen hinauszögern. Das ist alles gefilmt, aber das ist alles noch im Schnitt, dass da jeden Tag ein kleines Video von der Mac kommt. Deshalb habe ich gestern also die 22 so gemacht. Obwohl die 22 auf der Mac war, die 23 kommt heute, weil heute ist der letzte Tag, heute ist Montag. Die Verlängerung ist dann auch endlich vorbei, endlich ein Ende in Sicht. Und heute Abend 22 Uhr endet das mit den Kontinentalen, wenn sie sich nochmal verlängern. Und ich bin so froh drum, denn insgesamt gab es dann also 24 Folgen, 18 Eier, also 240 Kilometer sozusagen, die ich zurückgelegt habe, und dass jeden Tag eine Folge, jeden Tag 18 Eier, jeden Tag 10 Kilometer laufen, weil durch die Superbrutmaschine waren es ja immer 4,7, so ist man jedes Mal also 5 und nochmal 5 gelaufen, sind also 10. Und jetzt schauen wir uns die letzten Eier an, die schlüpfen, und da fangen wir gleich mal an. Das Sternstück läuft natürlich wieder. Ein Alola Vulpix macht den Anfang, und um halb ist jetzt auch gleich noch ein Raid am Schwimmbad. Wir drücken noch mal kurz die Bewertung durch. Wirklich stark, zweiter Satz. Den werden wir dann auch noch mitnehmen, den Mewtwo Raid. Haben schon zwei gemacht im Wildgehege, einen Doppel-Raid hinter uns, und dann setzen wir uns weiter an den Schnitt für die Videos. Das nächste Alola Vulpix aber mit 1800. Bester Satz, Angriff auf 15. Ja, ich habe neulich ein paar Vulpix getauscht, deswegen ist es schön, wenn jetzt wieder ein paar reinkommen, dass man genügend im Beutel hat. Ein Alola Dicta als nächstes mit 2000 Sternstaub, bester Satz, Angriff auch auf 15. Und wer also noch Alola Pokémon hat, kann die ruhig mit mir tauschen, da können wir dann gemeinsam versuchen, Luckys zu züchten. Wieder mal ein Tauros mit 2400, aber natürlich schlechten EV. Bester Satz, KP, aber nur wirklich hoch. Wie gesagt, 1421 muss das haben. Hat es leider nicht, das war weit drunter. Ein Alola Slimer. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal richtig gute Sachen raus. 1400 Sternenstaub, auch leider nur zweiter Satz. Da fehlt mir natürlich auch noch das 100er. Es wird, nachdem jetzt die Folge rum ist und die Mac-Folge dann online ist, noch eine kleine Zusammenfassung geben. Ein Kangama mit 1382. Ach, jetzt habe ich auch gar nicht auf den Staub geachtet. Bester Satz, KP, wirklich hoch, mit 612 Bonbons schon. Und in dieser Zusammenfassung schauen wir nochmal, wie viele Eier ich wirklich gebrütet habe, wie viele Kontinentale drin waren, wie viel von jedem, und auch alle Alolas nochmal aufgezählt. 1700 bei dem Mauzi, bester Satz, Verteidigung 15. Und ich bin froh einfach, dass es vorbei ist. Das ist das Ende. Ein Alola Sandan noch dabei, da kamen ja gestern auch ewig viele raus. 1200 Sternstaub wieder, zweiter Satz. Und man hat natürlich jetzt schön viel Sternstaub gemacht, wenn man viel Eier brütet. Man unterschätzt das immer, aber wenn ihr wirklich viel Eier brütet, dann sammelt sich das richtig fett an. Also viel laufen ist sowieso das Beste, was man machen kann. Dicta mit 1500 nehmen wir auch noch mit, bester Satz, KP 15. Das dürften aber jetzt alle gewesen sein, genau. Ihr seht also, hier hinten geht der 5er noch auf in 14 Minuten. Da werden wir jetzt noch hinstiefeln und werden mitmischen und melden uns dann zurück, wenn die nächsten Eier aufgehen. Bis dahin. So, wir sind zurück mit den letzten Eiern, und es ist passiert, das Tageslimit ist erreicht für die Geschenke. Und ich habe jetzt leider nur 4 Eier gewinnen können, noch für den zweiten Teil. Die 20 Geschenke sind voll, sind ausgepackt, da geht nichts mehr. 4 Stück sind es noch geworden, 4 Eier, die wir jetzt noch schlüpfen können. Dann kommen keine mehr rein, ab 22 Uhr endet das alles. Die habe ich jetzt noch reingehangen und die werden jetzt noch rausgebrütet. Das sind die letzten 4 Stück natürlich für heute. Und dann ist das Event natürlich zu Ende. Und ich sage schon wieder alle 2 Minuten natürlich, aber natürlich hier, natürlich da. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es gemeint ist.
Und ich werde dann noch eine kleine Zusammenfassung machen nach dem Ganzen, wo ich dann hochladen werde nochmal die Statistik, wie viele Eier es insgesamt waren, wie viele Alolas, welche Alolas alle, wie viele Kontinentale, welche Kontinentale alle, damit man da mal einen Überblick hat. Und es wird natürlich noch die Folge von vorgestern geben auf der Mac in Erfurt vom Samstag, denn die hätte schon längst kommen müssen, das wäre die offizielle 22 gewesen. Jetzt habe ich die 22 eine andere genommen, die 23 ist das jetzt hier, das ist das Ende, aber es wird trotzdem noch eine kommen, in der ich sage 22, was dann aber eine 24 ist, aber ist egal, ihr wisst ja, wie es gemeint ist, das ist dann einfach eine Bonusfolge von der Mac, also nicht wundern, wenn die erst nach dem Ende kommt. Und wir schalten mal schnell rüber, da ist nämlich schon wieder das Ei aufgegangen und ich bin schnell aus der App raus und jetzt drücke ich drauf und dann sehen wir trotzdem noch die Animation, zumindest den Rest von der Animation, und es ist ein Alola Slimer mit 2300 Sternenstaub, bester Satz, KP wirklich hoch, eins von vier, das zweite geht auf. Und ich hoffe immer noch, dass da was Krasses bei rauskommt. In den letzten vier Eiern, in den letzten drei jetzt nur noch, ein Alola Kleinstein noch mit 2400 dabei. Bester Satz, Verteidigung auch nur wirklich hoch. Aber zwei Stück kommen ja noch. Die nehmen wir hier noch mit rein und dann ja, sind wir fertig nach 240 Kilometern. Ein Alola Dicta als nächstes. 1900 Sternenstaub. Kann es mit allen aufnehmen. Angriff wirklich hoch. Und jetzt das allerletzte Ei. Ob es nochmal ein Kontinentales wird, ob es ein Alola wird, ob es endlich das 100er Tauros ist, was ich jetzt schon dreimal gesehen habe bei meinen Leuten aus der Gruppe, aber ich selber noch keins habe. Wir schauen rein. Es wird spannend. Das letzte Ei geht auf und es ist ein... Ein Panty-Moss mit 1400 Sternstaub, das beendet hier das kontinentale Eierbrüt-Event, wenn man es so nennen möchte. Ich hasse dieses Teil, das regt mich so auf, einfach nur. Aber es hat gewonnen, es hat nicht nur das Event beendet, nein, es hat auch einfach alle Kontinentalen ausgestochen. Es würde mich nicht mal wundern, wenn es mehr rüberkam, wenn es öfters gebrütet wurde als die Alolas, weil das so oft einfach hier aufgetaucht ist. Wir bewerten es trotzdem mal kurz. Wirklich stark, natürlich nur zweiter Satz. Da interessiert der Rest auch gar nicht mehr. Das war's also von der 18-Eier-Aktion. Es war eine lange Zeit. 24 Folgen hat es dann also gedauert. 240 Kilometer. Und ich würde sagen, das war's. Ihr seht noch die Bonusfolge, die Eier auf der Mac, als sie aufgegangen sind. Und die Zusammenfassung, aber das in einer anderen Folge. Deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses und wir sehen uns.